Kleiner Disclaimer, bevor die Folge losgeht. Da wir auf den PS-Days aufgenommen haben, ist der Ton nicht ganz optimal und es kommt vereinzelt zu etwas lauteren Geräuschen im Hintergrund. Wir hoffen trotzdem, dass euch die Folge gefällt. Das heißt, wir hatten ihn noch mit Krücken dabei und halt einem orthopädischen Schuh. Das heißt, wenn es hart auf hart gekommen wäre, also irgendwer musste zurückbleiben. Ja, der M2 wurde dann frisch foliert, hatte dann eine Woche später leider durch einen Arbeitskollegen einen Unfall auf dem Parkplatz. Ja, er hat leider mit unserem Dodge Ram die komplette Front geknutscht. Der Kollege kam dann hoch und meinte so, hey, wie gut ist deine Laune? Ich so, eigentlich top, wieso? Ja, komm mal runter. Wenn man das jetzt in Relation nimmt, ich glaube, das schnellste Auto, was ich je gefahren bin, war der GT1000. 1000 PS in einem AMG GT63 SE Performance. 1800 Newtonmeter. Das Ding ist alles andere als langsam. Aber der hat 900 PS mehr. Ist krass. Nee, das ist behindert. Also, die haben dann schon angefangen, hinten die Klappe vom Trailer aufzumachen und die Corvette auszuladen. Und er saß dann halt schon in voller Race-Montur quasi in der Corvette. Also mit Helm, mit Handschuhen und allem drum und dran. Die hat er auch angelassen die ganze Zeit. Ja, ja, klar. Herzlich willkommen zur 12. Episode vom Tempolimit Podcast. Mittlerweile ist es schon normal, dass ich sage, wir sind in ungewohnter Umgebung. Ja, das stimmt. Wir haben, wen haben wir eigentlich schon? Den 7., ne? Ja. Den 7.5. sind auf den PS-Days in Hannover. So sieht's aus. Über Grail und Fox. Und haben den lieben Ronan am Start. Wie geht's dir? Gut. Vielen Dank für die super spontane Einladung, würde ich mal sagen. Hier live. Das ist sehr spontan. Live von der Messe. Genau. Und wir haben tatsächlich mal live irgendwo, also wir, gut, wir hatten das ja mit dem lieben Nachtschatten schon, da war Karfreitag, hatten wir das auch live vom Nürburgring. Ja, wir sind jetzt wirklich hier am Start, direkt auf der Messe. Genau, deswegen nicht wundern, wenn im Hintergrund manchmal ein paar laute Sachen kommen ein paar oder Geräusche, so. Aber ja, gut, wir haben jetzt direkt die Drag- und Driftstrecke neben uns, also genau, mal gucken, was dann noch so kommt. Das ist auch noch so ein Ding. So, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du? Ja, Ronan Shots, Name auf Instagram. Bin jetzt seit 4 Jahren knapp an der Kamera. Also auch noch nicht so lange in der Szene. Ja, und bin Vollzeit bei Fox angestellt und bin hier zuständig für den Social Media Bereich und Contentplanung. Nice. Oh, cool. Und also grundsätzlich das Thema Kamera ist ja jetzt auch ein First bei uns. Ne? Ich meine, es gibt mittlerweile, es gibt viele Leute, die sich so in das Thema Social Media und Kamera und so reinfuchsen. Was würdest du sagen, ist für dich so das Ding, wo du persönlich herausstichst? Für den Stil, was mich hervorhebt, meinst du? Hm, genau. Also ich würde mal sagen, ich habe mir jetzt über die letzten... Ich hoffe, das hört man jetzt nicht so laut. Ich denke mal, ich habe mir über die letzten 4 Jahre doch einen recht eigenen Stil zusammengewürfelt, wo ich sagen würde, wenn jemand ein Foto von mir sieht, könnte das schon so ein bisschen verraten, dass das meine Handschrift ist. Habe mir natürlich viel Inspiration von den amerikanischen Kollegen auch geholt und ich würde mal sagen, von dem Bearbeitungsstil her und mein Markenzeichen sind auch so ein bisschen meine Rolling Shots tatsächlich. Ich würde sagen, das sind so 2 Punkte, die mich ein bisschen rausstechen. Mhm. Krass. Und wie bist du an den Kontakt zu, wo du jetzt arbeitest, gekommen? Gab es da irgendwie einen springenden Punkt? Von meinem jetzigen Arbeitgeber, genau. Also Fox quasi? Ja. Tatsächlich ja. Ich habe Mareike Fox, damals auf der Essen Motor Show kennengelernt. Und da war ich ja schon ein bisschen in der Autofotografie-Szene unterwegs. Und ich wollte unbedingt ihren Pandem GTR auf der Essen Motor Show fotografieren. Und da ich damals die Akkreditierung hatte, für auch länger noch zu bleiben, wenn dann das ganze Publikum dann quasi erstmal aus den Hallen gehen konnte und wir dann alle schön Platz hatten, habe ich dann meinen gesamten Mut zusammengepackt, bin dann zu der Chefin quasi hingegangen, habe gesagt, hey, wäre es eine Möglichkeit, deinen Wagen mal zu fotografieren? Und dann hat sie gesagt, ja, klar, kein Problem. Habe dann ein paar Fotos von ihrem Fahrzeug geschossen und dann schon auf dem nach Hauseweg im Auto schon die Fotos bearbeitet, weil ich ihr dann auch direkt den Content schicken wollte, um zu wissen, ob da irgendwie ein Feedback kommt. Und dann kam aber tatsächlich schon der Follow auf Instagram dann von ihr rein. Nice. Und dann dachte ich mir, oha, habe die Ehre. Ja. Und dann sind wir da tatsächlich so ein bisschen in das Gespräch gekommen, auch über den Autocontent. Habe damals noch für eine gute Freundin auch ein paar Fotos gemacht, die auch sehr, sehr Fox-affin war und auch Follower. Wie heißt sie?
das bleibt okay. unter Verschluss. Okay, verstehe, ja. ja, und naja, jedenfalls kamen wir dann da so ein bisschen in den Kontakt, habe ihr dann auch meine Arbeit so ein bisschen gezeigt und sie war auch eigentlich echt begeistert von meiner Arbeit. Ja, und dann hat man so ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann meinte dann der Mann von der Mareike, das ist der liebe Dirk, hat dann irgendwann mal die Karte gezogen, meinte so, hey, wir suchen noch jemanden für unseren Social-Media-Bereich oder allgemein Content-Erstellung, ob ich nicht Bock hätte, quasi ins Team einzusteigen. War dann damals noch ein bisschen tricky, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Rheinland-Pfalz gewohnt, in Neustadt an der Weinstraße. Also es waren noch mal knapp über 4 Stunden Fahrt bis nach Essen. Yep. Ja, und dann ging das halt immer so hin und her und ein paar Tage hat man dann geschrieben und ein paar Wochen sind dann vergangen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, fuck it, ich riskiere es einfach, habe dann meinen alten Job gekündigt und habe dann den Schritt gewagt, habe alles abgebaut, Job gekündigt, Wohnung gekündigt und bin dann für die Firma hier hochgezogen. Krass. Und seitdem bin ich in Essen dabei. Nice. Das heißt, grundsätzlich dein Bestandteil, du bist immer auf den Messen mit dabei, immer. Fotografierst und genau. filmst, alles. Genau. Also ich mache sowohl Content für Fox Care, unsere Pflegemittelreihe, und auch für den Fox Store, das ist ja unser Fashion-Label, wie auch für den persönlichen Feed von Mareike Fox und Stephanie Sotong. Das sind ja unsere beiden Haupt-Influencer-Mädels, unsere Aushängeschilder. Und bin da so ein bisschen mittlerweile Head of Media. Cool. Ah, cool. Sehr nice. Schlecht. Und jetzt natürlich das Ding, wir sind damals ins Gespräch gekommen, weil ich ja auch, also weil wir auch über UCC kommuniziert haben, alles klar, wir können mal interviewen. Und du hast ja auch ganz bewusst gesagt, in die Richtung halt Kamera, Media zu gehen auch mal, ne? Ja. Was ich immer sehr interessant finde, das war ja bei mir auch ein springender Punkt damals. Ich weiß nicht, wenn du kennst du Peter McKinnon? Klar. Ja. Der Typ, da hat alles richtig angefangen bei mir mit Kamerazeugs. Ich glaube, der hat auch wahrscheinlich sehr viele Leute inspiriert. Wer, ja. wer ihn nicht kennt, weiß ich nicht, was du gemacht hast in der Zeit. Verpasst mal was. Ja, auf jeden Fall. Und was war für dich denn so dein springender Punkt für das Thema Video? Also Video und Foto, wo du dann irgendwann angefangen hast und gesagt, ja, da war der erste Punkt, da habe ich das erste Mal die Kamera in die Hand genommen. Also der erste Berührungspunkt hatte ich tatsächlich von einem ehemaligen Kollegen von mir. Ich fand es immer krass, was er nur mit einer Kamera an Fotos rausholen kann. Das fand ich schon immer faszinierend. Mhm. Gut, die Liebe für Autos war sowieso immer da, auch durch meinen vorherigen Beruf. Und dann habe ich mir gedacht, hey, komm, ich frage dich mal, ob ich mit auf ein Shooting gehen könnte. Bin dann irgendwann mal mitgegangen und dann war ich dann doch so angefixt, dass ich irgendwann gesagt habe, komm, ich kaufe mir mal eine alte Nikon D53, schlag mich tot, so ein uraltes Gerät und mal dann irgendwann das eigene Auto fotografiert und dann mal vom Nachbar oder von den Kollegen, um halt mal so zu testen und dann irgendwie habe ich so Blut geleckt daran, dass ich da einfach voll drin aufgehen kann und dass das einfach ein Hobby ist, wo ich merke, da habe ich Bock drauf, mich weiterzubilden und einfach den kurzen Content überhaupt zu produzieren. Geil, ja. Sehr, sehr, sehr nice. Wenn es jetzt darum geht, du hast jetzt neben der Arbeit dann aber auch noch teilweise Aufträge, die du auch so annimmst, ne? Also genau. In die Richtung, ne, würde ich schon freiberuflich dann auch nennen. Ja. Was ist da so dein Tagesgeschäft? Sind das auch Autos oder schweift das auch mal ab und nee, du fotografierst also, Küchenartikel oder so? Nee. Also ganz am Anfang, als ich die Kamera in die Hand genommen habe, habe ich wirklich alles durch die Bank fotografiert, egal ob es Autos waren, Natur oder auch mal im Hundepark, um einfach mal halt auch die Technik zu verstehen und einfach wie musst du eine Kamera einstellen, was ist Verschlusszeit, was ist Blende, was ist ISO. Mhm. Da habe ich grundsätzlich alles durch die Bank wegfotografiert. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, Autos ist einfach genau mein Ding, das ist mein Steckenpferd. Und dann Vollgas nur mit Autos. Und ansonsten so durch den Content eben habe ich auch tatsächlich nur noch rein Autoanfragen. Also von Leuten, die ein cooles Auto haben, die fragen mich an und dann gibt's ja genug. Ne? Ja, ach, da gibt's mehr als genug. Ja. Wie ist das, wenn du die Fotos oder auch Videos machst, visualisierst du das Foto also konkret vorher oder ist das eher so ein... Nee, also ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, was man, so blöd wie es jetzt anhört, angeboren hat oder keine Ahnung, ob man sich den Skill entwickelt. Ja, doch, aber ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das Foto auf dem Display von meiner Kamera und sehe aber schon das Instagram-Posting, wie der Zuschnitt ist, wie die Bearbeitung ist. Ja. Und demnach habe ich auch
grundsätzlich, also wenn jetzt jemand bei mir ein Shooting bucht, der Kunde kriegt auch jetzt nicht 70 Fotos von mir an einem Spot, weil A, brauchen wir nicht und zweitens, der Owner, für was braucht er 70 Fotos von einer selben Stelle? Aber ich sehe tatsächlich, wenn ich durch den Live-View gucke oder auf den Display, ich habe schon das fertige Bild vor mir, wie ich es bearbeite, wie die Farben sind, wie der Zuschnitt ist. Und das macht es mir halt eigentlich ziemlich leicht, dann den Content zu erstellen. Nice. Was mich auch immer gewundert hat, wo du es gerade gesagt hast, ist, wie Live-View heißt das, ne? Genau. Also viele Fotografen, die gucken ja wirklich nur noch auf den Bildschirm. Viele aber ja dann auch immer noch richtig durch den Live-View. Hat das einen Grund, dass das so also sich differenziert bei manchen, oder? Also der Vorteil, wenn du halt durch den Live-View das Foto schießt, du hast halt die Abschirmung vom Auge, also dich blendet die Sonne nicht, du hast keine Fremdeinwirkung, was irgendwie, oder dass du den Fokus, wenn du manuell fokussierst, dass du da ein bisschen off-Fokus bist. Ich nutze es auch teilweise nur tatsächlich, wenn ich irgendwie Sonnenuntergangs-Shootings mache oder wenn zu krasses Licht in der Umgebung ist. Schaue ich einfach durch den Live-View, setze meinen Fokuspunkt korrekt und ansonsten alles nur noch über Display. Ja, das ist ein bisschen verloren gegangen. Also grundsätzlich der Schritt bei mir, wo es dann angefangen hat, wo ich dann nur noch das Display angefangen habe zu benutzen, war A, als ich sowieso zu Videos geswitcht bin. Da benutzt du Live-View nur einmal, um den Fokus zu ziehen. Wie zum Beispiel hier ist Szenario, einmal Live-View, Fokus, fertig. Wenn es jetzt nicht so eine geile Sony ist, die den Fokus gefühlt komplett selber zieht. aber ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt, sobald du von ganz normalen DSLRs zu DSLMs, also Systemkameras, gewechselt bist. Du hast ein Display da oben drin. Ne? Vorher hattest du vielleicht, du hattest einen Spiegel, mit Assistenz. Vielleicht mit mal hier ein bisschen Licht oder man konnte mal das und das sehen, aber sonst, da war das ja wirklich noch. Ja, heute ist das ja wirklich, also sehr krass. Du kannst ja alles auf diesem Display machen. Einstellen, wie du willst, komplett volle Kanne. Voll, siehst alles. Kannst dir die Videos darüber angucken. Ne? Ja, schön auf Automatik stellen, einfach auf den Knopf. Richtig, und Jalla. Nee, auf gar keinen Fall. Was hättest du eigentlich von Generation hier iPhone und so? Also wenn jetzt, also es gibt ja Leute, teilweise mich inkludiert, ich brauche, nehme teilweise keine Kamera mehr mit. Also Kamera, was Foto angeht, also die Vollformat, es wird immer so bleiben. Sie werden die Handys nicht schlagen, auch einfach was die Farbrange angeht. Aber tatsächlich alle meine Videos, Fotos, die ich auch mache, oder meine Reels, mache ich nur noch mit Handy. Ja. Also das, ich meine, du hast die Kamera immer in der Hosentasche mit dabei. Du musst nicht noch Gimbal aufbauen und hast du nicht gesehen. Du zückst dein Handy, du stellst auf Kinomodus, machst die Belichtung auf minus 0,7 und dann feuerfrei. Ja. Der Kinomodus, das und Kinomodus. Später dann CapCut Pro und dann machst du noch ein bisschen Stabi, ein bisschen Filter und dann Abfahrt. Ein bisschen die Hüfte bewegen. Genau. Ein bisschen die Gimbalbeine auspacken. Findet er immer witzig. So, das ist immer so geil. Wenn Leute wirklich dieses Kamerading machen. Ja. Immer dieselbe Bewegung. Ja. Also du wirst, also wenn du dann tatsächlich mal bei mir mitgehst, wenn ich dann ein Video mache oder so, dann wirst du dich wahrscheinlich kaputt lachen. Also ich bin dann wirklich noch so ghetto-mäßig die Kamera, also so rum, beide Hände für mehr Stabilität, dann die Gimbalbeine auspacken, ein bisschen in die Hüfte gehen und dann halt hier voll den Steady-Arm oder so. Und das dann rein. So geil. Ja. Das ist echt krass. Also seitdem ich mit Julian dann auch immer so unterwegs bin und das dann auch selber sehe, ne, muss ich immer schmunzeln dabei, weil das ist diese typische Bewegung. Ne? Ja, aber es funktioniert. Funktioniert unfassbar, das ist krass. Ne? Das wollte ich nämlich auch noch sagen. Also, seitdem ich das dann auch mehr mitbekomme, was er alles mit dem Handy macht. Ja. Alter, das ist ja für so normale Leute, die damit jetzt nicht so krass Kontakt haben. Das Ding ist halt, weil wir halt auch durch diese krasse TikTok-Krankheit mit nur noch, keine Ahnung, zwischen 5 und 15 Sekunden Videos, wo du nur am Swipen bist und auch jetzt hier vor Ort, wenn du irgendwie für Fox oder für Grail schnellen Content produzieren willst, was du sowieso nur auf Social Media ausspielst, du kriegst eh kein 4K-Material über die Stories rausgehauen oder über die Reels, dann schnappst du dir dein Handy, machst deinen Kino-Gimbal-Move, richtig, schnell CapCut Pro, Abfahrt und dann kannst du es direkt hochladen. Das ist kein Song. Ja, das ist echt cool. Das ist halt Tommy der Vorteil. Tommy Richmond rein und Abfahrt. Ja, Mann. Ja. Ist immer das, also deswegen habe ich gesagt, was du davon hältst. Es gibt ja viele Leute, die das ja so ein bisschen als Gespött ansehen. Shortform-Content ist allgegenwärtig. Ich meine, das sehen wir auch. Die größte Outreach haben wir eindeutig durch Shortform-Content. Weil du ja am Ende des Tages Content produzierst, den die Leute eigentlich gar nicht wirklich sehen wollen, den sie ja jetzt aber sehen und dann vielleicht doch Gefallen daran finden. Ja, ne? Also so kommst du halt
es gibt nicht mehr die YouTube for You Page oder deine Abo-Box. So. Also ja, weil sie können mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal da angesetzt habe und eine Abo-Box reingeguckt habe. Ja. Also Abo-Box auf jeden Fall. Homepage, weil da der Algorithmus dann aber auch wieder direkt so hier, zack. Genau. Ja. Aber Abo-Box, Abo-Box so gar nicht mehr. Nee. Gibt es für dich ein Vorbild, gerade was das Video- und Fotothema angeht, irgendwas? Gut, Video bin ich halt komplett raus, tatsächlich, weil ich halt nur mit Handy unterwegs bin. Ja. Klar, deutsche Szene ist halt Daniel, echt ein absolut stabiler Typ, genau, Daniel Peter Media. Also macht gottlos gute Videos. Ne? Ja, also klar. Da reicht schon mein iPhone 14 Pro Max dann auch nicht. Ja? Nee, also das muss ich ihm lassen. Er hat aber eine ganze Generation aufgezogen. Ja, ich habe ihm auch beim, unter seinem Audi-Video, ich habe auch gefragt, wie die CapCut-Vorlage ist. Mit dem S1. Genau, wann er die veröffentlicht, hat er leider nicht kommentiert. Geil, aber ansonsten, fotografenmäßig bin ich halt nur über See unterwegs. Ne? Mhm. Also aus Inspirationen technisch hole ich mir halt alles nur aus Amerika. Okay. Alleine wegen dem Style und klar auch wegen den Autos und so. Aber da habe ich schon doch schon einige auch gute, enge Freunde, die, wo ich sage, hey, das ist absolute Inspiration für mich. Also ja, aber allein das ist ja schon krass. Ja. Ne? Also muss man sagen, es gibt so viele Leute, das hatte ich. Dann hatte ich das am Freitag. Ich war am Freitag am Splash Festival und da kam auch so ein Fotograf zu mir. Das war der Fotograf und Videograf von Lucianos Friseur. So, dann kam er auch auf mich zu und meinte so, voll verrückt. Egal, total netter Kerl, kam es auf mich zu und meinte so, ja, hier, ich habe gesehen, du machst die ganzen Videos und Fotos heute für Reezy und Luciano. Warum läufst du denn die ganze Zeit nur mit dem Handy rum? Das wird man gehört haben. Warum läufst du denn nur mit dem Handy rum? Und ich so, ja gut, ne, wenn ich die Kamera baue, dann hole ich mir die schon. Aber für die ist das so, das Vorbild definiert so richtig, in welche Richtung die gehen, weil der ist rumgelaufen. Gimbal, Display, diese typischen Upward Mounts, dass du halt ne, hochkant filmen kannst. Und dann halt am besten noch hier 8 Filter oben drauf, dass du so eine riesen Linse hast. Und dann Vollgas. Und ich denke mir so, so war ich auch vor 3 Jahren. Aber mittlerweile, teilweise, wenn ihr die Kamera umdreht, das sieht bodenlos aus. Ja. Hier, also wir können ja mal ein Bild einblenden. Also A, sitzen alle auf dem Boden. Und zwei stehen, die Rest sitzt auf dem Boden. Und B, steht eine Kamera auf dem Stuhl, die andere hängt am Stuhl. Und die dritte steht auf dem Stativ. Ja. Das ist aber halt Ghetto-Setup, ne? Das macht macht's sympathisch. Absolut, ja, sympathisch. Aber irgendwann ist man einfach so abgestumpft, was das ganze Thema angeht. Ja. Ich meine, du läufst ja wahrscheinlich mittlerweile auch nur noch mit Kamera, Linse, vielleicht Polfilter rum, oder? Ja, Polfilter und Black Pro Mist. Ja, vielleicht das noch. Ich habe auch nur ein Objektiv. Also, ach krass. Also ich bin auch nicht mit Wechseln und brauche noch 1605. Nee, 200. 200, 600, ja. Nee, also ich habe auch tatsächlich nur ein Objektiv drauf, nur nicht meine Festbrennweite. Also ich arbeite nur mit Sigma, mit dem 2470 f2.8 und das ist so mein Arbeitstier. Also ich mache mit dem die kompletten Close-Up-Detail-Shots, aber auch die Weitwinkel-Rolling-Shots. Ich habe ein Objektiv und that's it. Ja, ja, ja. Oh, krass. Ja. Aber mit einer der geilsten Objektive, ne? Haben wir auch zweimal hier. Ja, ich sehe schon, ja. Ja, eben. Ja. Da fährt wahrscheinlich wieder dieser Opel, den wir da gestern gesehen haben. Ja, das könnte sein. Könnte auch der 1400 PS Ja, stimmt, ja, das könnte das auch sein. Ja, ja. Nee, aber das Objektiv, auf was für eine Plattform schützt du nochmal? Sony? Genau, ja, genau, A7 III. Ja, easy. So. Und A7 III, das ist geisteskrank. Das ist einfach für mich wieder der Beweis dafür, dass du nicht den neuesten Shit brauchst, um geile Bilder zu machen. Nee. Das ist so krass. Ich habe auch Leute gesehen, teilweise mit einer A7 II, die machen geile Bilder. Und wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, so, ich sehe es ein, gerade bei so Shots, die mal schnell, spontan passieren müssen. Geiler Autofokus, vielleicht noch eine kleine KI-Anwendung oder so. Okay, I get it, dann bist du auf jeden Fall safe, auf der sicheren Seite. Aber du brauchst nicht den krassesten Shit. Ja, ist auch wirklich so. Am Ende des Tages, wie oft habe ich mir damals den Spruch anhören müssen in allen Tutorials, die beste Kamera ist die, die du gerade hast. Ja. Wie oft habe ich, und ich dachte mir immer, du Penner, ey, du sitzt da mit einer 10.000 Euro Kamera und willst mir erzählen, die beste Kamera, die ich habe. Junge, ich habe ein iPhone, was hatte ich zu dem Zeitpunkt? Samsung Galaxy 6 Edge oder wie der Müll hieß. So, und dann will er mir einen erzählen von, dann kriegst du da Bilder, 10K hier, dies, das, Bearbeitung und sonstigem. Aber es ist so, wenn du damit nicht umgehen kannst, wo willst du also dann wie gesagt, also für schnellen Videocontent, Handy raus und Abfahrt. So. Wenn du das meisterst, das ist so, ich habe immer so das Gefühl, also man kann so diese Kameras, kannst du so richtig ausquetschen.
was die Quali angeht. Klar. Wenn du das mit deinem iPhone, mit deinem Samsung, mit deinem weiß ich nicht was schon kannst, dann geht es absolut in die richtige Richtung. Wenn du dann noch ein bisschen die Export-Einstellungen kennst von Instagram, ab wann er die Qualität runterrendert, dann ey, Abfahrt, why not? Genau, richtig. Und dann sieht es immer top aus. Ja, warum wir letztens nochmal ins Gespräch kommen sind, war, weil du einfach mal ganz easy eine Story aus Dallas, Texas gepostet hast. Wahrscheinlich wegen den hier. So, das ist ja, muss man ja wirklich mal sagen, die Jungs oder der Typ hat ja mal alles abgerissen, was so in der weltweiten Tuning-Szene abgeht. Es handelt sich um Quiet. Genau. Und habe ich so eine Story gesehen und ich glaube, das war auch, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil Grail die Corvette von dem Really Slow repostet hat. Da dachte ich schon so, okay, hat der jetzt eine Grail-Abgasanlage da drunter oder so? Weil, also Grail macht ja wirklich geilen und lauten Scheiß. Ja. Hätte ich mir jetzt vorstellen können. Ja. Und dann bin ich da drauf gegangen und habe ich gesehen, du hast die Story gepostet. So, dann dachte ich schon, was ist denn jetzt los? So, und dann habe ich erfahren, dass du deinen süßen Hintern dahin bewegt hast, um seine Videos zu shooten und Fotos zu machen. Und das Zeug ist ja wirklich richtig gut geworden. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Wie ist das zustande gekommen? Also wir waren mit Grail in Texas, weil wir uns dort ein Lagerhaus angeschaut haben, weil wir jetzt mit Grail nach Amerika expandieren wollen. In demselben Zeitraum war noch ein Tuning-Event in Texas. Das ist von Slammed Enough. Genau. Bei denen bin ich ja auch im Media-Team für Deutschland. Dann haben wir das so ein bisschen quasi unter einen Hut gepackt, hat dann auch von der Zeit her gut gepasst. Deswegen haben wir die dann noch direkt besucht, haben dort den Tag verbracht. Und wie es der Zufall dann so wollte, war ein guter Fotografenfreund von mir auch vor Ort, der den ganzen Hauptcontent für Really Slow, also aka Quiet, produziert und macht. Und Slow kenne ich jetzt auch schon über 2 Jahre, 2,5 Jahre. Wir haben das ist auch geisteskrank ist. Ja. Also muss ich echt sagen. Ja, wir haben auch schon, wie gesagt, die ganze Zeit über Instagram Kontakt und der Fotografenkollege hat Slow irgendwann mal mein Profil gezeigt. So sind wir überhaupt in den Kontakt gekommen und er meinte, hey, der macht coolen Shit, aus welchem Bundesstaat kommt er denn? Und ich dann so, leider aus Deutschland, leider nicht aus Amerika. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, hey, wenn du irgendwann mal drüben bist in Texas, sag Bescheid, dann machen wir mal was. Ja, und dann an dem Eventtag haben wir dann ein bisschen geschnackt und er meinte so, hey, was geht denn bei euch heute Abend? Und wir so, nichts, wieso, was hast du denn vor? Ja, Slow würde gerne das neue Setup von seiner Corvette testen. Und ich so, sign me up. Also ich lasse alles stehen und liegen, die Aktion nehmen wir noch mit, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns verabredet, beziehungsweise haben ein bisschen geplant. Entschuldige dafür. Ja, gefühlt 300 km/h. Ja, und dann haben wir zuerst so ein bisschen Smalltalk hin und her und ob das überhaupt zustande kommt. Und dann meinte er aber, hey, lass uns doch für morgen Nacht dann was planen. Und dann haben wir das Ganze geplant. Alter. Nicht schlecht. Wie läuft so eine Planung dann ab bei euch? Wegwerf-Handys. Ne? Also das hat noch tatsächlich gefehlt, dann wäre die Nummer komplett abgerundet. Weil das ging dann auch tatsächlich über einen Mittelsmann, also über einen Kollege von dem Fotografenkollege von mir und über ihn selbst. Wir haben auch nur, also wir haben zuerst mal ausgemacht, okay, wir treffen uns in Dallas an der und der Tankstelle. Das war noch aber nicht der finale Spot. Und er meinte dann, wir treffen uns erstmal dort. Währenddessen fährt Slow mit seiner Crew an die besagte Location. Und wenn wir dann Greenlight haben, quasi kriegen wir einen Anruf und dann hieß es, okay, ihr könnt jetzt zu der Location fahren. Ja, also es war schon ein bisschen sketchy, weil wir waren dann irgendwann nachts um 00:30 an irgendeiner gottverlassenen Tankstelle in Texas mit den Jungs von Grail und der Chef von Fox war ja auch dabei, der Dirk. Ach so, stark. Ja, das Lustige war, er hat ja leider sich beim Sport die Achillessehne gerissen. Das heißt, wir hatten ihn noch mit Krücken dabei und halt einem orthopädischen Schuh. Das heißt, wenn es hart auf hart gekommen wäre, also irgendwer musste zurückbleiben. Das wäre dann Dirk. Genau, das wäre dann natürlich der Typ mit den Krücken gewesen. Nein, natürlich nicht. Wir hätten ihn natürlich als erstes ins Auto verfrachtet, aber es war schon ein bisschen sketchy, weil wir haben dann gewartet und dann standen wir alle nur zusammen und wann geht's jetzt los, wann kommt der Anruf und ja, für die Leute, die halt Slow nicht kennen, er ist halt tatsächlich so in der
ich würde nicht mal Tuning-Szene sagen, aber was so alles, was Street Racing oder Underground-Car-Szene, genau, was Texas angeht, ist eher halt die Nummer 1. Sorry, Texas, ich würde jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen, momentan sagen, was vom Traffic her angeht, Nummer 1 weltweit. Ja, glaube ich auch. Ja. Also ne, Tokio und so, safe, das ist alles geil, klassisch und bla bla, aber das hat ja nicht den Traffic mehr. Genau, also ich glaube, wenn du es schaffst, dass dein Auto Fox News, BBC News oder CNN, hast du nicht gehört, wenn die da über dein Auto berichten, dass das komplette Texas Police Department diese Kiste sucht, dann weißt du schon eigentlich, was Phase ist. Demnach hatten wir auch 3-4 Spotter mit dabei, die dann zuerst mal auch das Gebiet abgefahren sind, um nach potenziellen Cops halt Ausschau zu halten. Ja, und dann saßen wir halt da auf glühenden Kohlen und wir wurden alle super nervös, insbesondere ich, weil ich mir halt dachte, okay, das ist jetzt halt wirklich so ein One-in-a-Million-Ding, für ihn mal Content zu machen. Und dann war ich halt auch super aufgeregt, so hoffentlich kann ich abliefern, hoffentlich kann ich geilen Content halt machen. Ja, und irgendwann kam dann halt der Anruf und dann haben wir einen Marker geschickt bekommen, wo wir hinfahren sollen. Und dann sind wir da halt geschlossen hingefahren, ja. Krass, nicht schlecht. Und als ihr dann angekommen seid, wie war das dann? Wir waren dann schon auf dem Parkplatz. Dann haben wir ein Auto anfahren kommen gehört quasi. Ein All Black 1500er Dodge Ram, also komplett black, die Scheiben getönt. Vorne auch nur sein Quiet-Kennzeichen wieder drauf, hinten gar nichts drauf. Alter. Ein überdimensional großer Trailer, komplett geschlossen, auch all black, auch da wieder nur das Quiet-Kennzeichen drauf. Ja, und dann sind wir so langsam dann mal in die Richtung gelaufen, weil ich wusste dann auch nicht, hey, also wie fängt man jetzt damit an? Weil ich meine, wir kennen uns zwar schon über Instagram und so, man kennt sich, aber irgendwie kennt man sich auch nicht so, weil seine Identität ist ja auch einfach geschützt, man weiß nicht, wie er aussieht. Ja. Und der zieht das auch durch. Der zieht das absolut durch. Man weiß nicht, wie er heißt oder sonst irgendwas. Ja, und dann sind wir so langsam mal in die Richtung gelaufen. Die haben dann schon angefangen, hinten die Klappe vom Trailer aufzumachen und die Corvette auszuladen. Und er saß dann halt schon in voller Race-Montur quasi in der Corvette. Also mit Helm, mit Handschuhe und allem drum und dran. Die hat er auch angelassen die ganze Zeit. Die Montur? Ja. Ja, ja, klar. Das heißt, du hast nur ihn in der Montur gesehen? Zum Ende hin, als er dann gemerkt hat, dass wir auch cool sind und so weiter, dann hat er auch den Helm abgenommen. Also das wäre so krass gewesen. Also wenn er es durchgezogen hätte, dann mega Props. Das wäre krasser Move gewesen. Ja. Aber zum Ende hin hat er dann auch dann den Helm abgenommen. Also ich weiß jetzt auch, wie er aussieht. Ja. Aber er kam dann schon mit voller Montur, saß er schon in der Corvette und hat dann die Corvette rausgeladen. Und dann das muss aber auch ein Bild sein. Ja, ungefähr so, nur doppelt so laut. Echt? Wie laut war denn das? Also war es das lauteste Auto, was du je gehört hast? Ja. Also der Chef von Grail war ja auch mit dabei. Also ich habe ihn dann nur angeguckt und habe gesagt, also du musst gar nicht drüber nachdenken, den zu fragen, ob du eine Abgasanlage verkaufen willst oder ein Sponsoring drunter, weil der Typ wirft halt auch 7 Meter Flammen, der hat keinen Bock auf eine Klappensteuerung. Ja? Also sagen wir es, wie es ist. Ja, das die Klappen am ersten Mal. So ungefähr, aber als er das Auto warm gefahren hat und er so meinte, okay, er will jetzt ein bisschen die Launch Control testen, dann habe ich mich schon direkt hin positioniert, wie ich das Foto haben will. Und man kennt es ja halt so von einem Treffen, ne? Oder jetzt auch wie hier, wenn die durchladen und ein bisschen Pop and Bang oder halt Launch Control. Ist schon laut, ist auch krass und imposant, aber also mit den 4 Endrohren, also da ist die Hölle losgebrochen. Ich saß da nur, er lädt durch. Ich spray and pray, hoffentlich passt der Fokus, ISO 10.000, egal, Rauschen mache ich später raus, nur spray and pray und ich sag's dir, wie es ist, die ersten 12 Minuten, ich habe nichts gehört, also komplett durchgehend Tinnitus, Alter. Also es war einfach gottlos laut, also wirklich, also du machst dir kein Bild. ISO 10K auf einer A7 III. Ist ja native, also. Ja, ja, aber trotzdem, irgendwo denkst du dir dann auch nur so, ab einem bestimmten Punkt, aber hoffen wir, dass alles gut geht. Ne? Ja, also ich kenn das nur 1635, ja. ISO 10K, auch A74. Junge, der Fokus, ey, der geht richtig, der findet gar nichts. Ja, ich habe auch extra so ein bisschen probiert, wenigstens nur auf die Heckleuchte zu fokussieren. Scheiß auf die Abgasanlage, Hauptsache das Heck ist im Fokus. Und dann Spray and Pray, Alter. Alles, was geht.
Ja, das hört sich auch so böse an. Das hört sich echt böse an. Schon, ganz schön krass laut, ja. Echt krass. Ja, aber du hast ja dann auch gesagt, du hast ja so Content noch oder sowas. Hättest du Bock, irgendwas zu teilen noch von den Sachen oder so, die wir mit einbinden können? Schicke ich euch zu. Ich schicke euch mal ein paar Videos und Fotos. Bin mal gerne was ein. Jetzt auch an dem Punkt würde ich dann einfach mal sagen, gerade für den Podcast, meine liebe Spotify-Hörer, lohnt es sich dann mal auf YouTube vorbeizuschauen. Definitiv. Warst du, wie war das denn, als er den Helm abgenommen hat? Dachtest du dir so, naja, haben wir den jetzt irgendwie anders vorgestellt? Nee, tatsächlich. Also ich konnte mir tatsächlich gar nicht vorstellen, wie er aussieht. Demnach war auch der Reveal, sag ich mal, nicht so schockierend. Also es ist einfach wie wir. Also es ist ein ganz normaler Dude halt. Ja, denke ich mir. Aber dieser Moment, ihn in Helm zu sehen, war halt viel krasser, weil du kennst ihn auch nur mit Helm. Wie Darth Vader. Es war, ja, ohne Scheiß, es war Darth Vader der Underground Street Racing Szene so. Also ich hatte so einen krassen Fanboy-Moment. Ja, kein Vorschlag. Ja, aber war echt krass. Also auch ein ganz bodenständiger Typ. Ultra sympathisch, er hat uns ja dann auch noch ein Goodie-Bag gemacht, extra für uns. Ja, hab ich gesehen, krass, auch so Kennzeichen. Ja, genau, er hat extra deutsche Kennzeichen gemacht mit Choir drauf. Was meinst du, wie viel Geld die Dinger wert sind? Ja, wahrscheinlich. Heftig. Ja, und machst du die drauf auf deinen? Ich mach die, wenn, dann mache ich die Originalen drauf, weil ich habe ja noch die US-Kennzeichen, also die Quiet oder diese Will Run-Kennzeichen. Mhm. Nice. Also wenn, dann klatsche ich die drauf. Ja. Ja, aber auch noch ein paar Sticker mit dabei und noch ein Hoodie und noch eine Tragetasche. Also so, als ob es das Normalste von der Welt wäre. Und dann wollte er halt schon ein bisschen Dankbarkeit dann halt auch zeigen. Safe. Absolut coole Nummer. Mega cool. Alles cool. Das ist echt cool. Und was hat, also gut, ne, Dwayne ist ja auch schon ein Hausname, sage ich mal, wenn es um Auspuffanlagen geht. Was hat Dirk dazu gesagt? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Was Dirk dazu gesagt hat? Ist, oder meinst du den Chef von den Chef von Fox? Weil Dirk ist doch der Chef von Fox. Dirk ist der Chef von Fox und Patrick ist der Chef Der war nicht dabei. Und er war auch dabei. Er war auch dabei. Ja, gut, als er gemerkt hat, dass 7 Meter Flammen hinten aus der Corvette rausfliegen, dann macht er halt, ja gut, was sollen wir machen? Dem verkaufen wir keine. Dem sponsern wir auch keine. Vielleicht nur die Endtipps, ja. Vielleicht macht er ja die Tipps hinten von uns drauf, wo Grail draufsteht. Das wäre ein ganz lustiges Gimmick. Ja. Aber ja, also da bei 1900 PS, da bricht halt die Hölle los. Ne? 1900 PS? 1900 krass. PS. Weil ich dachte immer, der hätte 1400 PS oder 1200 PS, hatte ich online mal gehört. Nee, 1900 PS, ja. Ist aber auch. Ich dachte es nämlich, Ja, hier ist keine Schießerei, meine Damen und Herren. Ja, wir sind nicht in Texas, also. Ja, ist denn, also erstmal 1900, ich dachte nämlich 1200 wäre ein bisschen underwhelming. Ja. Weil, das klingt jetzt ein bisschen dumm, aber das kriegst du halt in den Motoren kriegst du halt echt schnell hin eigentlich. Ja, ja. Ja, 1900 ist, ist halt geistig. Schon. Ja, also alles, das Ding hat ja als eine normale Stingray angefangen. Und alles, was du an einem Motor oder Getriebe verändern kannst, hat er komplett, also wirklich von A bis Z durchgezogen. Krass. Also es ist wirklich, also das ist, wir sind dann, er hat mich dann auch mitgenommen. Ach, du bist aber eine Runde mit ihm mitgefahren? Ich bin mitgefahren, tatsächlich, ja. Also er hat die ersten Warmfahrpuls hat er immer alleine gemacht, für das Launch-Control-Setup zu testen. Ja. Und dann meinte er so, hey, komm, bei dem nächsten Pull fährst du mal mit. Ich so, boah. Beine schon am Zittern, ey, Hände am Zittern. Aber ich so, ja klar, auf jeden Fall, machen wir. Ja, und dann... Digga. So ist es, wenn man halt live ist, ne? Naja, und dann meinte er halt, okay, steig mal ein, wir machen jetzt mal einen Pull. Ja. Und dann dachte ich so, okay, jetzt geht's los. Und dann setze ich mich in die Kiste rein und dann, also, wir haben die Tür zugemacht, es war wie im Film. Also wirklich, dass nicht noch ein Polizeihubschrauber über uns drüber geflogen ist, war wirklich gerade alles. Und er so, bist du bereit? Und ich, bereit. Und ist eine handgerissene Corvette. Nee. Klar. 1900 PS handgerissen. Die Amis haben so einen Schwach, ne? Ja. Er mit seiner Fly-Off-Handbrake für die Launch-Control, zieht an dem Ding, setzt den ersten Gang rein und es brach die Hölle los. Also er startet durch, der Tunnelblick wurde immer mehr, ja, also du hast so eine richtige Vignette kommen gesehen, weil dich so die G-Kräfte in den Sitz gedrückt hat. Und du hast halt gemerkt, dass er ist extrem am Arbeiten und am Kämpfen mit den fast 2000 PS, klar. Aber du hast so gespürt, du setzt dich in das Auto drin, das Auto hat dir gesagt, okay, euch beide töte ich jetzt. Also ich hab jetzt Bock, euch zu töten. Ja? So ist die Kiste. Also laut und am Arbeiten und alles rasselt und Flammen und du siehst überall nur Licht und Rauch.
Ja. Und dann sind wir halt die 400, knapp 450 Meter, die Strecke in dem Industriegebiet runtergeflogen, hatten am Ende Spitze drauf von 316, 317. Digga, ein 400, das ist, also mal ganz kurz, 400 Meter, wenn du die sprintest, bist du flott an den 400 Metern vorbei. Ja, also das ist, also 400 Meter ist eine Runde Fußballplatz. Das ist einmal die Tatanbahn. Leck mich. Das ist, ja, also wie schaltet der dann? Haut der einfach die Gänge da rein? Auf gut Glück wahrscheinlich. Also er hat tatsächlich, die ersten zwei schaltet er durch. Ab dann hat er auch Boost bei Gear. Je höher der Gang, desto mehr Ladedruck auch. Und dann heißt es nur noch Flatshift. Also Vollgas, keine Kupplung und dann gib ihm. Alter, ist das krass. Nicht das Gas lupfen, einfach nur die Gänge rein und voll auf dem Gas bleiben. Ja, das sind einfach Dimensionen und das sage ich immer wieder, das muss man einfach auch mal als Deutscher oder als Europäer sich zustehen. Ja, man hört es jetzt im Hintergrund, sowas gibt es auch. Ja. Aber die Amis sind mittlerweile so fernab von jeder Realität. Ja, also das ist. Ja, also das ist wirklich. Also handgerissen. Das ist wie im Film. Ja. Und überleg mal, du kennst bestimmt auch Calvo. Klar. So, dann fängst du wieder an. Ja. Okay, was ist denn das nächste? Das nächste 2000 PS, hast du ja mitbekommen. Viel mehr, also wer will mehr? Ja. So. Oder auch die Jungs von Materialmord mit ihren GTRs. Genau, richtig. Sind teilweise schon im 3000 PS-Bereich. Ja, und dann gibt es von Calvo, von dem Racing Shop, gibt es eine Viper, die 3600 PS hat. Alter, ohne Witz, dieses Sprichwort mit dann fliegst du zum Mond, ist da eine Bodenwelle, fliegst du zum Mond? Ja, das ist halt wirklich so. Und die Karre, die sagt dir halt, okay, also entweder fliegen wir jetzt zum Mond oder ich töte euch alle. Ja, oder richtig in den Boden rein. Genau. Wie so eine, das ist unfassbar. Ja. Und dann waren wir halt am Fahren und meinte er noch, hey, ein Kollege kommt auch noch vorbei. Ob wir da Bock hätten, auch noch ein bisschen was machen. Ich so, ja, klar, gar kein Problem. Was ist denn für ein Auto? Und er meinte so, ja, ist halt ein R8. Und dann dachte ich mir, okay, also ein R8 aus Texas ist kein normaler R8. Es war dann auch kein normaler R8, da kann ich dir auch gerne noch ein Video zu zeigen. Ja, er kam auch schon angerollt, hatte zwar normale Street-Tires drauf, aber auch hinten schon Quiet-Kennzeichen natürlich. Muss. Ja, und ist dann auch vorgerollt und auch der Twin-Turbo R8 schoss auch natürlich wieder solche Flammen und war dann auf seinem Street-Tire-Setup nur auf 1500 PS. Ah, stark! Ja. Das ist ja auch wirklich, das ist ein Motorkonzept, das ist so unfassbar geil tunbar, habe ich jetzt schon so oft mitbekommen. Und auch fahrbar. Die Corvette ist ja Heckantrieb von dem, ne? Muss ich mir mal vorstellen, Alter. Handgeriss, 1100 PS Heckantrieb. Ja. Geht's noch? Das ist halt geisteskrank. Also wirklich, das ist wirklich geisteskrank. Also ich zeig dir auch noch ein paar Videos, was wir noch nicht gepostet haben. Mhm. Mit Burnouts und mit Launch Controls. Also du siehst, er fährt ja auch hinten Full Slick mit Beadlock Felgen. Ja. Vorne auch. Vorne. Die Pizza Cutter ist vorne auch. Ja. Er fährt vorne Beadlock-Felgen, das musst du dir mal überlegen. Also für die, die es nicht wissen, Beadlock-Felgen werden im Drag-Rennen benutzt und dienen quasi zur Sicherheit, dass der Reifen durch das hohe Drehmoment sich nicht auf der Felge durchdreht. Ja. Und das fährt er auf der Vorderachse. Das ist geisteskrank. Das habe ich mir schon gedacht. Bei Wagner-Tuning steht ein Supra, hast du gesehen. Ja. Dann denke ich mir so, bei 900 PS, das musst du noch nicht machen. Ja, das schon. Also ich habe auch tatsächlich einen Shot hinbekommen, als er das Auto launcht. Also ich habe auch hinten tatsächlich von dem Semislick drauf, wie sich der Reifen komplett, also die Wrinkles komplett um die Felge drumherum. Das ist geil. Ja, und da waren die zwei halt down, als ob es das Normalste von der Welt wäre. Irgendwo in Texas, in irgendeinem abgelegenen Industriegebiet, morgens um 2 Uhr hier die über 1500 PS Autos zu launchen, hoch und runter. Geisteskrank. Ja. Also unfassbar, das als Experience mal mitzunehmen. Ja, stand bestimmt mal auf der Bucketlist. Aber war es denn so ein Moment wie Never Meet Your Heroes? Gar nicht. Ein bisschen, also war total korrekt und also cool. Das war so ein Ding, wo das war wirklich auf der Bucketlist, auch den Content, seitdem ich ihn verfolgt habe auf YouTube und TikTok, dachte ich mir, irgendwann muss ich mal dieses Auto fotografieren. Ja. Und ihn dann noch zu treffen und dann, dass es so eine coole, harmonische Basis ist und man ist so kollegial und so freundlich, das hat das Ganze einfach nochmal getoppt. Ja. Also von der Nacht in Texas werde ich irgendwie noch meinen Ur-Ur-Großenkeln erzählen. So, geil, ja Mann. Damals, als ich in der 1900 PS Corvette mitgefahren bin, so weißt du, auf die Art. Also das war so die Kirsche auf der Sahne. Ja, Mann, war das cool. Aber und dann kamen die Cops oder was? Ja, und dann... Ach so, kamen sie wirklich? Das war jetzt einfach nur Witz. Die Cops kamen wirklich. Auch hierzu zeige ich dir ein ganz cooles Foto oder ein Video. irgendwo ist über einen Seitenweg ist ein Polizeiauto durchgekommen, über das Industriegebiet dann.
Zu dem Zeitpunkt haben wir die Corvette abkühlen gelassen durch die ganzen Puls. Also Motorhaube war auf, wir hatten auch einen elektronischen, oder beziehungsweise die Jungs von Quiet hatten einen elektronischen Lüfter mit dabei, der stand dann noch oben auf dem Motor drauf. Ja, das habe ich gesehen, ja. Ja, und irgendwann kamen dann tatsächlich die Cops angerollt und dann sofort Blaulicht, haben sich neben das Auto gestellt, weil, wie gesagt, Texas Police Department kennt halt den Wagen auch. Das Gute in Texas ist, bei denen nennt sich das Caught in the Act. Das heißt, die Cops müssen dich dabei erwischen, wie du ein Rennen fährst, sonst dürfen die das Auto nicht mitnehmen. Ah, das heißt, okay. Wenn der nur an der Seite steht und es passiert gerade nichts, können sie leider nichts machen. Ja. Hat die Cops natürlich auch geärgert, weil sie kennen natürlich auch das Auto. Dann haben sie irgendwann gefragt, hey, ist denn der Owner da? Der Owner war natürlich vor Ort. Er ist dann auch runtergegangen zu seinem Auto, ohne Helm, ohne Montur. Hat sich dann aber natürlich ausgegeben als nur ein Kollege von dem Owner, klar, um da auch so ein bisschen seine Identität halt vor den Cops zu schützen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen die deutsche Touri-Karte gespielt bei den amerikanischen Cops. Haben auch den krassesten deutschen Akzent, den du in Englisch verpacken kannst, nur rausgehauen. Also das übertriebenste und feinste S, was du nur sagen kannst. What the fuck? So ungefähr, ja. Und dann haben wir so ein bisschen die Nummer da verkauft mit, ja, war jetzt unser letzter Tag in Texas und wir kennen uns auch schon ein bisschen und ich wollte halt unbedingt das Auto fotografieren und haben es für die Fotos natürlich nur aus dem Trailer rausgerollt. Natürlich. Zur Straße hingestellt, um Fotos zu machen. Dirk von Fox meinte dann noch zu einem Kollegen von Slow, hey, da oben steht noch ein Wasserkanister, räum den mal schnell weg, weil die haben ja vorher die Wasserkanister für die Straße benutzt, um die Burnouts zu machen. Ja, währenddessen hat dann Dirk dem Kollegen gesagt, er soll schnell die Wasserkanister wegtragen. War dann auch ein bisschen unser Vorteil, dass wir halt noch jemanden dabei hatten mit Krücken. Das hat uns dann noch sympathischer gemacht. Das war auch so mal so ein Bonuspunkt. Ja, aber dann hat halt der Polizist gemeint, okay, aber was ist mit den 5 Kanistern Rennsprit, die hier neben der Corvette stehen und mit dem Lüfter? Ja, dann haben wir halt gesagt, soll ja authentisch sein. Also wir wollen ein authentisches Shooting mit dem Auto, Props mitgebracht, ja. Ja. Und dann haben wir irgendwie die Nummer noch gedeichselt und haben die dann noch in Gespräche eingebunden und sie meinten dann, okay, hey, wir warten jetzt noch so lange hier, packt die Corvette wieder in den Trailer, macht den Deckel zu und dann ist gut, dann hauen wir ab, dann spart ihr uns Papierkram, ja, und dann seid ihr dann noch gut rausgekommen. Und dann sind wir dann noch gut rausgekommen, haben dann noch die Corvette alle Mann wieder in den Trailer geschoben, da habe ich natürlich dann die Chance noch genutzt, haben noch ein Foto gemacht mit Polizeiauto, Blaulicht und Corvette reinschieben in den Trailer und so. Ja, und dann haben wir tatsächlich Glück gehabt, dass die dann wirklich dann auch nochmal gefahren sind. Nicht schlecht. Ja. Und dann haben sich eure Wege getrennt, oder? Ja, da haben wir noch ein bisschen geschnackt und auch noch so, hey, wie schicken wir die Fotos, bla bla. Und er meinte dann jetzt erstmal auch eine Woche, zwei Ruhe mit Content posten, auch wenn wir in Deutschland sind, aber die Cops haben einfach sein Social Media so krass auf dem Schirm, dass er da einfach warten wollte und dass da ein bisschen Zeit vergeht. Und dann haben wir noch eine Instagram-Gruppe aufgemacht mit allen Media-Leuten, die noch drin waren. Ja. Und dann haben wir immer so ein bisschen Status gefragt, hey, haben wir Greenlight für die Fotos zu machen, für die Fotos zu bearbeiten und zu posten. Also, okay, Fotos geht klar, Videos warten wir noch ein bisschen. Ja, und dann als er dann das erste Posting gemacht hat mit dem Money Shot quasi mit den 4 Flammen, Meter Flammen quasi drauf. Oh. Also wir haben mal geguckt, 25% von dem Foto werden nur durch Flammen eingenommen. Also auch schon ganz wild. als er das dann gepostet hat, hat er gesagt, okay, jetzt habt ihr quasi das Go für den Content zu posten. Ja, ey, mega geile Story. Ja. Also das ist wirklich, wie gesagt, das kannst du auf jeden Fall deinen Kindern oder sonst irgendwas erzählen. Ja, aber so ist der Plan. Ist also richtig nice. Kommen wir aber gerne nochmal zurück zu dir, weil mir ist gestern aufgefallen, wir standen vor deinem Auto. Ja. Was fährst du? Ein G80 M3 Competition. Sehr geiles Auto. Danke. Fand ich wirklich sehr schön. Sehr schön. Auf was für Räder? Fahre ich Yido Performance. Nice. Yido Performance. Steht im Auto. Ja, das Setup mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Ja. Mit dem David Grau, der Originallack ist einfach, wenn er in der Sonne steht mit dem Goldschimmer, ist schon wirklich geil. Sehr, sehr cool. Wenn man jetzt nochmal Amerika aufgreift, man muss sich mal überlegen, dass Slows Corvette einfach 1300 PS mehr hat als der M3. Und der Wagen ist wahrscheinlich alles andere als langsam. Ne? Also du hast nicht
100 PS oder 200, du hast 1300 PS mehr. Das ist so bodenlos. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja. Halt auch, wenn man das jetzt in Relation nimmt, ich glaube, das schnellste Auto, was ich je gefahren bin, war der GT 1000. 1000 PS in einem AMG GT 63 SE Performance, 1800 Newtonmeter. Das Ding ist alles andere als langsam. Aber der hat 900 PS mehr. Ist krass. Nee, das ist behindert. Also, ja, es ist einfach behindert. Das ist einfach behindert. Ja. Das ist krass, ey. Autohistorie bei dir? So komplette Historie. Also mit was ich angefangen habe. Kommt drauf an, wie weit du jetzt aussiehst. Yeah. Also ich habe 32 Autos besessen. Ja, okay, nee, so weit schweife ich jetzt nicht zurück. Nee, ich bin ja vorher den M2 gefahren. Das war ja der alte Wagen quasi von Stefanie. Ah, den habe ich dann irgendwann übernommen, weil sie ja dann quasi auf den M4 umgestiegen ist. Ja, der M2 wurde dann frisch foliert, hatte dann eine Woche später leider durch einen Arbeitskollegen einen Unfall auf dem Parkplatz. Oh nein. Ja, er hat leider mit unserem Dodge Ram die komplette Front geknutscht. Ja, der Kollege kam dann hoch, meinte so, hey, wie gut ist deine Laune? Ich so, eigentlich top, wieso? Ja, komm mal runter. Wie gut ist deine Laune? Ich habe dein Auto ein bisschen geditscht. Dachte ich, okay, geditscht, kein Problem, machen wir Stoßstange neu und Folie neu. Aber ich kam dann runter, Achse chrom, Stoßstange kaputt. Also volles Programm. Oh, fuck, ey. Ja. Okay. It is what it is. Aber dann haben wir die Situation genutzt. Der Wagen hatte ja jetzt doch ein bisschen Kilometer auch runter. Und wir wollten den M3, der war auch aus der Foxcare-Flotte, habe ich gesagt, hey, es wird sich anbieten und dann wird der Wagen auch in der Familie bleiben und dann habe ich dann quasi, werde ich dann den M3 übernehmen. Geil, sehr geil. Ja. Das hat ja dann perfekt gepasst. Es hätte nicht anders sein sollen anscheinend, ja. Dann habe ich für dich jetzt noch ein Game. Also du sagst jetzt, das Auto hast jetzt so direkt übernommen. Genau. Wäre es denn auch ein Auto gewesen, was du dir geholt hättest? Denn so den G80 M3? Ja. Also ich, M3 hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich wollte auf eine F-Reihe gehen, aber A, kriegst du keinen mit wenig Kilometern. Ja, ja. B, sind F-Reihe M3 mittlerweile unbezahlbar. Also sie sind ja gottlos teuer geworden. Ernsthaft? Ja, also das ist, du kriegst ja keinen fast mehr gefühlt unter 70.000. Ja, also, ja, also im guten Zustand, also ist bodenlos. Ja, aber hatte auf jeden Fall Bock auf einen M3, weil ich einfach dieses breite Viertürer-Setup einfach extrem stark finde. Ja, und dann habe ich mit Dirk ein bisschen geschnackt und dann kam eigentlich eins zum anderen. Und ich fand den Wagen auch super geil. Ich finde, es ja, war ja schon sehr in Diskussion, ein bisschen so most hated new front und so, wegen dem großen Grill. Ja, aber ich war irgendwie von Anfang an doch Fan von der großen Niere. Ich finde es optisch einfach schon böse. Ja. Und dann kam eins zum anderen und habe ich gesagt, hey, passt gerade, wieso nicht? Geil. Ja, sehr nice. Dann habe ich mal ein Spiel für dich. Gerne. 5 Autos, ja, die du dir aussuchen darfst. Ja. Unlimitiertes Budget. Danach darfst du nie wieder ein Auto kaufen. Okay. Und überleg auch, irgendwo müssen auch Sachen auch reinpassen. So, okay. Weißt du, Essen, Einkaufen. Ja. Sowas in die Richtung. Top 5? Top 5? Ja, Top 5, genau. 5 Stück. Also Top 5 Stück generell, die du jetzt haben würdest. Okay, kein Budget? Budget ist egal. Okay. Würde ich auf jeden Fall mit einem R35 GTR Nismo anfangen. Mhm. Das ist immer noch up-to-date mein all-time-favorite, ja, Traumwagen, sag ich mal. Weil ich ja auch eine Zeit lang bei Nissan Motorsport gearbeitet habe. Cool. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein R35 GTR mit dabei. Es ist auf jeden Fall ein G81 M3 Touring mit dabei. Da kriegen wir auch die Sachen eingeladen. Ja. Es ist auf jeden Fall, da bin ich okay, call me Mainstream, aber ich bin auf jeden Fall bei 91.2 GT3 S mit dabei. 91.2, ja, da ist ja aber fast nicht mehr Mainstream. Ja. Das ist ja mittlerweile eher der 92. Korrekt, aber absolut schönes Auto. Wunderbar, ja. Dann wäre auf jeden Fall noch ein GT86 mit dabei, aber dann komplett US- oder Japan-Setup, ja, sprich, ja, ja, nichts unter 26 Grad Sturz vorne und hinten. Ja? Weil die Static Boys, also so geil wie Leistung auch ist, aber sobald so ein Sturz hat, Junge. Ja, kurz ausgerastet. Sobald so ein Sturz hat und am besten noch eine meterlange Blastpipe hinten als Auspuff dran, ja, zeigen mir ab, das sind meine Kisten, ja, Alter. Geil, geil. Geil. Kann ich ja auch mal ein cooles Foto damals aus Gatlinburg zeigen. Da habe ich einen GT86 geshootet. Der hatte auch vorne und hinten minus 26 Grad Sturz. Und bei denen ist es ja der Flex, wenn sich der Reifenaufkleber nicht abfährt, weil du zu viel Sturz fährst, dann. Das ist der, ja, biggest Flex. Wie bei den Motorrad-Boys. Also so eine Shitbox wäre auf jeden Fall auch mit dabei.
Und dann, ich glaube, ich kenne es halt noch von früher, ne? Aber so Gran Turismo-Zeiten, F40 würde ich auch schon fühlen. Voll. Okay, ja. Hätte fehlt aber auch noch, so ein Klassiker, weißt du? Ja, ja. Oldschool. Volle Kanne. Das wäre so, das wäre glaube ich so mein Setup tatsächlich. Ja, so eine geile Auswahl. Hast du was zum Ballern, hast du was zum Funken werfen, ja. hast du was zum Familie rumkutschieren oder zum Einladen und einfach noch, keine Ahnung, für sonntags gutes Wetter. Ja, die ganzen Ikea-Regale und so da rein. Ja, Touring passt. Da kann man ein paar geile Rollers mitmachen mit so einem M3 Touring. Würde ich mich sehen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall, sehr geil. Ja, mega. Gibt es denn irgendwas, was du noch unbedingt kommunizieren möchtest? Ja, das ist jetzt, das ist immer so eine spontane Frage hier. Steht irgendwas bei dir an? Wo findet man dich, wenn Leute irgendwas von dir buchen wollen oder sonst irgendwas? Ja, also finden tut man mich auf Instagram unter meinem Instagram-Tag ronin-shots. Ansonsten schreibt mich immer gerne an. Ich habe schon tatsächlich mittlerweile viele Anfragen bekommen, dass sie sich nicht sicher wussten, ob sie noch ein Shooting buchen können, weil ich jetzt fest bei Fox bin. Aber ich mache auch so nebenher freiberuflich immer noch auch Shootings, kann jederzeit gerne jemand mich anschreiben oder auch hier auf Messen spricht mich an, fragt nach einem Foto, was weiß ich, keine Ahnung. Ich bin ein ganz normaler Fotograf, ich bin ein ganz kleines Licht am Fotografen-Sternenhimmel. Also, ich glaube, du hast dich jetzt schon mal ein bisschen abgehoben, würde ich jetzt sagen. Ja, nee, also so, mir wurde das halt irgendwie in die Wiege gelegt. Ich habe Gott sei Dank über viel Connections jetzt die letzten 4 Jahre, auch über die ganzen Media-Teams in Amerika, wo ich hier in Deutschland vertrete, viel Connections aufbauen können. Und das lebe ich so aus. Ansonsten weniger Hass und Neid in der Szene, so wie es halt ist. Ja. Egal, also mittlerweile gefühlt, du kannst ja nicht mehr coolen Content posten, ohne dass jemand schreibt, hast du gesehen, was er wieder für eine Scheiße gepostet hat? Oder er macht das besser, auch in der Autoszene mit Tuning, da müssen wir erst gar nicht anfangen. Nee, ja, da, ja. Also, keine Ahnung, weniger Hass und Neid in der Szene wäre ganz cool. Ich mag es, mich mit allen Fotografen zu connecten oder auch mit euch Jungs. Ich finde das Projekt mega cool, was ihr auf die Beine stellt. Danke, danke, danke. Auch dafür mal ein Lob, was ihr jetzt mittlerweile auch für Connections habt und mit welchen Leuten ihr schon Interviews geführt habt. Von daher nochmal vielen lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr, sehr gefreut. Sehr, sehr gerne. Aber vielen ansonsten, Dank. Ja. Keine Ahnung, lasst ein Like und ein Follow. Genau, aktiviert die Glocke, zwar nicht bei mir, aber bei den Jungs. Aktiviert die Glocke, macht hier abonnieren und auf enge Freunde, was weiß ich. Yes, da sind wir auf jeden Fall schon mal wieder an dem Punkt angekommen. So sieht's aus. Die nächste Folge vorbei. Die ganzen Sachen bezüglich, wenn ihr ihn erreichen wollt, stehen natürlich alle in der Videobeschreibung. Für die Zuhörer, guckt mal auf YouTube. Für die Zuschauer, guckt mal auf Spotify vorbei. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, Grail natürlich auch folgen, Fox ja, Care, ja, genau, Fox richtig, Store folgen. Genau. Ja, da schön, auch Mareike alle, Fox und Stephanie Sutton. Ja, das binden wir alles rein. Wenn ihr sehen wollt, was er so alles für tolle Sachen produziert, dann kommt genau. da auf jeden Fall gerne mal rein. Also wenn ihr schnell seid und ihr heute noch die Folge online kriegt, wir haben jetzt noch den Messerabatt von PSAs, ja, genau. Also bestellt bei Store, bestellt bei Care den Vollgas, da gibt es Prozent. Wie viel Prozent? 15% für euch. Ja, okay. Also machen wir extra. Ja, besser als 10, ne? So sieht's aus. Deshalb. Das auf jeden Fall. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Episode. So schaut's aus. Und dann haut rein. Ciao, ciao. Bis dahin.